Schön, dass ich diesmal als erster sprechen kann, weil dann habe ich nämlich noch das ganze Auditorium. Vielen Dank. Okay. Also die Wahlen auf Bezirksebene haben uns von der KPÖ Leopoldstadt eine fast 50-prozentige Steigerung gebracht. Und ich finde, dass es ein schöner Erfolg ist. Und ich möchte auch diese Gelegenheit hier benutzen, um allen Menschen, die uns diesen Erfolg ermöglicht haben, zu danken. Ursache unseres Erfolgs, und da schließe ich auch ein bisschen die Grünen mit ein, sehen wir zu einem großen Teil in einem entschiedenen und gemeinsamen Kampf gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung. Das schlechte Abschneiden der ÖVP ist für uns ziemlich klar. Sie haben versucht, auf den Rassismuszug aufzuspringen, doch im Stimmenfang um Dummheit, Feigheit, Neid, Angst und Rassismus ist Ihnen eine andere Partei zuvorgekommen. Das Wahldebakel der SPÖ nehmen wir sicherlich nicht auf die leichte Schulter. Ich spreche bewusst von Wahldebakel, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Bedenkt man aber, dass trotz eines gigantischen finanziellen Aufwands, trotz gekaufter Medienmacht und trotz eines maßgeschneiderten Wahlrechts die SPÖ die absolute verloren hat, dann ist das tatsächlich das Bemerkenswerteste an diesem Wahlergebnis. Seriöse Berechnungen sprechen davon, dass fast 400 Millionen Euro in nur einer Legislaturperiode für Eigenlob und Propaganda ausgegeben wurden. Was könnte man damit nicht alles an Armutvermeidung oder im Bildungs- und Gesundheitssektor organisieren und bewirken? Es handelt sich bei diesen großen Verlusten von SPÖ und ÖVP zugunsten der FPÖ nicht, wie jetzt als Beruhigungspille verkauft wird, hauptsächlich Proteststimmen. Natürlich stimmt es in einem bestimmten Ausmaß. Aber dann müsste man sich ja auch fragen, wogegen ist denn hier und warum protestiert worden? Da muss doch real in dieser Stadt irgendetwas nicht stimmen. Und beängstigt es nicht, dass viele Menschen in dieser Stadt die FPÖ trotz ihres erklärten Rassismus gewählt haben? Da kann man sich doch nicht beruhigen und die Hände in den Schoß legen und sagen, okay, das sind Proteststimmungen. Heute wird der Boden dafür bereitet, dass aus der Radikalität der Sprache die Radikalität der Tat wird. Und wir sollten uns in unserem eigenen Interesse dem nicht tatenlos zusehen. Leicht durchschaubar, aber leider nach wie vor äußerst wirksam, weil medial bereitwillig gefördert, ist der kleine Mann-Populismus. Dazu einige Beispiele. Da hat die Bundesregierung vor nicht allzu langer Zeit und nach langen Jahren der Debatte es sich endlich dazu durchgerungen, die Provision bei Neuvermietungen von Wohnungen von 3 auf 2 Monatsmieten zu senken. Was natürlich noch immer zu viel ist. Aber was macht der von den FPÖ-Parteigängern dominierte Ring österreichischer Makler? Ich zitiere, weil solche Dokumente hat man selten in der Öffentlichkeit. In einer Urabstimmung, auch erst vor kurzem, wurde einhellig folgende, wie es so schön heißt, zum existenziellen Selbstschutz folgende Urabstimmung beschlossen. Erstens, jeder Makler mit Selbstbewusstsein wird auch künftig in Worten 3 Monatsmieten Provision vom Mieter verlangen, also entgegen der Gesetzeslage. Sollte sich dieser juristisch beschweren, wird sein Anliegen vor die europäischen Gerichtshöfe zur Endentscheidung gebracht und dieser Mieter hat wohl, bei nicht sofortigem Bezahlen der Provision, diese Kosten selbst zu tragen bis dahin. Und zweitens, die Ring österreichischer Maklermitgliedsbetriebe sind hier sogar aufgrund ihrer Rechtsschutzversicherung quasi privilegiert und werden somit zahlreiche Präzedenzfälle
bis an die europäischen Gerichtshöfe bringen. Wenn es also um das Eingemachte geht, das eigene Klientel, dann wird eine unglaublich menschenverachtende und sogar gesetzwidrige Politik betrieben. Ein zweites Beispiel. Im Gemeindebau wird gegen die Nettomieten, die derzeit ca. 4 Euro pro Quadratmeter betragen, getrommelt und medienwirksam gegen Mietwucher angeschrieben. Wohlweislich wird aber verschwiegen, dass es im privaten, größtenteils von FPÖ-Parteigängern beherrschten Wiener Wohnungsmarkt, bei einer Wohnungsanmietung mindestens 12 Euro pro Quadratmeter Nettomiete verlangt wird, also das Dreifache. Also nur solche Beispiele. Ein anderes Beispiel, eine kürzlich erschienene Studie beweist wieder einmal mehr, dass Migrantinnen in das Sozialbudget unseres Landes mehr einzahlen, als sie herausbekommen. Trotzdem wird behauptet, dass sie uns auf der Tasche liegen und es wird Angst um Arbeitsplätze und Wohnungen geschürt. Ein letztes Beispiel in dieser Reihe. Laut UNO-Ernährungsbericht wurde allein im Jahr 2009 in Afrika und Asien von europäischen und amerikanischen Agrarkonzernen wegen des Anbaus von Pflanzen für Biodiesel für den industriellen Norden 45 Millionen Hektar, das sind 450.000 Quadratkilometer, also ungefähr fünfmal so groß wie die Fläche Österreichs, aufgekauft. Die Bewohnerinnen werden zu Hunderttausendsten meist mit militärischer Gewalt oder von bezahlten Banden vertrieben oder, wenn sie sich wehren, einfach umgebracht. Die Überlebenden landen dann ohne irgendwelche Lebensperspektiven entweder in den dortigen Slums oder werden von Schlepperbanden um ihr letztes Geld gebracht mit der Aussicht auf das goldene Europa. Und hier werden sie von volksverhetzenden Parteien und Medien als Wirtschaftsflüchtlinge kriminalisiert und damit quasi als Vogelfrei der Wirtschaft für billiges Geld ausgeliefert. So schließt sich dann der so hochgehaltene abendländisch-kulturelle Kreislauf. Am Anfang stehen Diebstahl und Zerstörung jeder Lebensperspektive, dann Diskriminierung und schließlich Rassismus. Und das ganze System, Wirtschaft, Politik und Medien, spielen dieses unmenschliche Spiel mit. Die Argumente der FPÖ werden so leicht anhand der Praxis dieser Partei zu entlarven. Warum wird das nicht von denen gemacht, die Macht und die Möglichkeit dazu haben? Meine Damen und Herren, wir fragen uns natürlich mit Ihnen, welche Auswirkungen das kommende Belastungspaket auf die Menschen in unserer Stadt und unserem Bezirk haben wird. 100 Millionen allein in Österreich für Banken und Unternehmen, das schafft naturgemäß ein riesiges Loch im Budget. Statt aber die zu bestrafen und zur Kasse zu bitten, die uns das alles eingebrockt haben, überbieten sich die europäischen und damit auch die österreichische Regierung damit mit sogenannten Rettungspaketen für die Täter einerseits und andererseits liefern sie sich einen bisher nicht gekannten Abwärtsspiralwettlauf bei öffentlichen Investitionen und Dienstleistungen, bei Sozialtransfers und Bildung und ein Belastungspaket gegen die Bevölkerung und jagt das andere. Bei solchen Rahmenbedingungen drängt sich natürlich die Frage, welche Chancen wird eine rot-grüne Koalition haben. Das wird sicherlich zunächst einmal davon abhängen, ob die SPÖ-Führung im Rathaus es ehrlich meint mit einer neuen Art des Regierens und ob sie die Grünen auflaufen lässt, um in einem 5 Jahre währenden Wahlkampf nur die Rückgewinnung der Absoluten anzufangen. Die schönen Worte in der rot-grünen Vereinbarung allein werden zu keiner Veränderung führen. Deshalb bin ich in Bezug auf Rot-Grün, auch aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen, äußerst skeptisch. Lassen Sie mich abschließend eine Zukunftsvision für die nächsten 5 Jahre formulieren. Die Leopoldstadt soll nicht nur rassismusfrei werden, sondern sie soll sich auch unter dem Motto »Eine andere Welt ist möglich« als Kern für eine neue demokratische Entwicklung in Europa verstehen. Ähnlich wie das berühmte gallische Dorf
soll sich unser Bezirk als Ort des Widerstands gegen die neoliberale Barbarei, für umfassende Demokratie, für breite öffentliche Debatten zu Zukunftsthemen und auch neue Bürgerbeteiligungsverfahren profilieren. Ein Wort zum Schluss. Wir Kommunistinnen und Kommunisten sind eigentlich ganz einfach gestrickt. Solange es derartigen Reichtum einer kleinen Minderheit auf der einen Seite und immer mehr Armut auf der anderen Seite gibt, solange können und werden wir keine Ruhe geben. Wenn diese Armut schuld daran ist, dass es immer mehr Dummheit und Krankheiten gibt, dann werden wir auch das nicht hinnehmen. Wenn diese Dummheit aber zu Ausgrenzung, Rassismus und Rechtsentwicklung führt, werden wir gegen diese Entwicklung entschiedenen Widerstand leisten. So einfach ist das mit uns. Und ich hoffe nur, dass immer mehr Menschen mit uns einen gemeinsamen Weg gehen werden. Ich danke.